Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Acer Aspire Nitro und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst trennen wir mal das Notebook vom Ladekabel. Dass es sich hier um ein Nitro-Modell handelt, kann man übrigens auf der Scharnierabdeckung hier hinten sehen. Und die genaue Modellnummer finden wir dann auf der Rückseite. Ziemlich klein gedruckt, genau hier. Und da sehen wir die genaue Modellnummer, mit der ihr auch die Ersatzteile sehr einfach bei uns im Shop findet. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Wobei diese Schraube hier das Laufwerk hält, das auch raus muss, bevor man den Deckel abnehmen kann. Ich habe dafür ein Universalwerkzeugset benutzt. Das sind die gängigsten Aufsätze und auch Schrauben mit dabei, sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Ja, und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher, und zwar einen PH0. Ich habe die Schrauben jetzt schon mal gelöst. Das heißt, wir können das Laufwerk entfernen. Und als zweite Besonderheit, man muss hier auch an diesem Gerät den SD-Kartenleser aus dem Gehäuse nehmen. Da kann man sich auch eine kleine Hilfe dazu nehmen und der wird dann einfach seitlich rausgehebelt. Genau so, ziemlich einfach. Und ja, als letzten Schritt muss man hier noch die Scharnierabdeckung abmachen. Und da empfiehlt es sich, das Gerät zuzulassen und es so ein bisschen von oben aufzuhebeln. Und ja, ich benutze dafür so einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann kann man das einfach von der Mitte nach außen aufhebeln. Und ja, das geht eigentlich ziemlich einfach. Und dann hat man die Abdeckung auch relativ schnell in der Hand und kann die einfach abziehen. So wie hier. So, unter dieser Scharnierabdeckung sind jetzt noch zwei weitere Schrauben, die man lösen muss. Genau hier. Und auch die habe ich jetzt schon mal rausgemacht, damit das schneller geht. Ja, und wenn man die draußen hat, kann man dann auch endlich das Topcase am Gerät trennen und an das Innere herankommen. Die Verbindung zwischen Topcase und Gerät kann man hier sehr, sehr gut erkennen. Und ja, dann, ich mache das mit dem gleichen Gegenstand hier, sucht man sich da eine Öffnung und fängt an, das Topcase nach oben hin aufzuhebeln. Das knackt und knirscht ziemlich, wenn die Halterung rausspringt, das ist aber normal. Da macht man auch nichts kaputt in dem Fall. Man muss da so ein bisschen hin und her wackeln und meistens kann man irgendwann auch den Fingern drunter greifen und das Ganze so ein bisschen mit hin und her rückeln vom Gerät lösen. Man muss nur dran denken, dass unter dem Deckel noch Kabel verlaufen. Das heißt, auch wenn man es dann gelöst hat, nicht einfach hochreißen, sondern da muss man erst die Kabel lösen, wie man hier schön sehen kann. Und ja, um das besser zu zeigen, zäume ich das Pferd mal von hinten auf und zeige euch erstmal, wie die Stecker funktionieren. Die sind nämlich sehr einfach. Aber man muss wissen, wie. Bei dem Stecker hier ganz außen muss man zuallererst diese kleine Schiene so ein bisschen nach oben drücken. Dann kann man das Kabel einfach nach hinten wegziehen. Und die anderen beiden Stecker sind Kippstecker. Das heißt, man klappt das erst nach oben und dann lässt sich das Kabel lösen. Und der letzte hier hinten genauso nach oben klappen. Und dann kann man das Kabel
herausnehmen. Beim Wiederzusammenbau später würde ich das auch in umgekehrter Reihenfolge genauso wieder einstecken. Mit diesem längeren Kabel hier anfangen, dann kann man das nächste hier nehmen und dann ganz zum Schluss das breite rechts außen. So, wenn die Kabel jetzt gelöst sind, kann man dann auch das Topcase ganz aus dem Gerät, aus dem Gehäuse nehmen. Und ja, die Tastatur kann man nicht separat tauschen, die kommt mit einem neuen Topcase. Das Touchpad kann man allerdings tauschen. Dafür muss man die Schrauben hier rausnehmen, auch die unter dem Klebeband hier drüben. Den Kippschalter lösen, beziehungsweise das Kabel davon, und dann ja, kann man ein neues Touchpad da einbauen. So, aber erstmal stellen wir sicher, dass das Gerät keinen Strom mehr hat, und dafür nehmen wir den Akku aus dem Gerät. Der ist hier mit dem Mainboard verbunden und den Stecker, ja, den kann man einfach seitlich greifen und dann rausziehen. Super easy. Ja, dann müssen wir nur noch diese eine Schraube hier rausnehmen und dann kann man den Akku ganz einfach aus dem Gehäuse nehmen. So, bei diesem Gerät ist der RAM unter dem Mainboard verbaut. Das heißt, da muss man das komplette Mainboard ausbauen, um an den RAM heranzukommen. Dann sehen wir hier noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Und direkt darunter ist eine 2,5 Zoll HDD. Und ja, auch bei den Lüftern ist es so, dass die Kabel unter dem Mainboard verlaufen. Das heißt, auch dafür müsste man das Mainboard komplett ausbauen. Dann erst kommt man an die Kabel bzw. die Steckverbindung heran, um die Lüfter zu tauschen. So, den Akku einzubauen ist sehr einfach. Den legen wir einfach wieder in das Gehäuse. Und der hat da so zwei Ösen. Das ist passgenau, das geht gar nicht anders einzulegen. Und dann verbinden wir nur das Kabel wieder mit dem Mainboard. Schauen, dass der Stecker richtig fest sitzt. Und dann ist der auch getauscht. Und wir können das Topcase wieder einbauen. Dafür verbinden wir jetzt erstmal die drei Kabel, so wie ich das ja vorhin schon gezeigt habe, deswegen hier im Schnelldurchlauf. Das kann nämlich auch ein bisschen friemelig sein. Und dann kann man eigentlich auch schon das Topcase wieder auf das Gehäuse drücken. Das rastet überall ein, da kann man ordentlich drauf drücken. Hauptsache, es ist wirklich wieder richtig fest. Und ja, dann machen wir noch die Schrauben rein. Nicht vergessen, bevor man die Scharnierabdeckung reinmacht. Und dann kann man das Gerät auch auf der Rückseite wieder komplett verschrauben. Nicht vergessen, das Laufwerk vorher wieder reinzulegen. Das wird ja mit dieser Schraube hier gehalten. Ja, dann macht man noch den SD-Karten-Reader an der Seite wieder rein und dann ist das erledigt. So, das war's auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.